Damen und Herren, liebe Kinder, heute wir sind in meiner Favoritabteilung im Theater Basel, nämlich Ballett. Das ist ein Synonym für wenn man es tanzen. Ja? Und wir besuchen Veranstaltung, ist immer sehr, sehr früh, deswegen ich klinge ein bisschen wie Joe Cocker. So, Abend von der Ballett. Ich erkläre den Inhalt. Aber es heißt B.E. und es ist zwei verschiedene Stücke. Eine, der B, ich glaube, geht um Jeanne d'Arc. Das ist eine Frau, war gewesen in Frankreich und darum wird gehen. Und der zweite Teil, E, geht um Kaktus. Sehr lustig. Und ich glaube, das passt beides auch gut zusammen. Ich spreche mit sehr berühmten Tänzer, heißt Andrea Totozavida. Sie kommt aus Spanien und ich werde Englisch sprechen, weil sie ist nicht gut in Deutsch. Ja? So, Andrea, how are you? Good, good. Dimitri, very good. Yes, thank you. Can you tell people when you start to dance? When I was 8 years. So that is a little old. I wish I had a beard like you. I really want this beard. You can have the beard. Can I have later? Beard? Yeah, I give to you. You shave and I feel with you put on. What is your favorite piece of the ballet that you have done so far? Please tell us. Schneewittchen. 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 Ich übersetze mich hin, ja. Da bist du. Ja. Okay. Und last year. Letztes Jahr. Hofschächter. Mit dem Violet Kid. Violet Kid. Sie meint sehr schöne Show. Heißt Violette Kid. Ja. Is it a problem for you that you are so tall? Is it a problem for you to be so tall? Sometimes yes. Me too. Sometimes. Okay. So what happens if other people have to lift you? Is it a problem? That's a problem. So you wanna try? Yes. Let's try. Yes. Is the first one difficult? Please tell me. Yes, it's very difficult. Is everything that you do in ballet is difficult? Ballet is extremely difficult. So, liebe Kinder und Eltern, Sie kommen bitte 23. September in Schauspielhaus. Ist verwirrend, aber ist ein Balletthaus, aber heißt B.E. Wenn Sie sehen, die zwei Buchstaben hat mit dem Ballett zu tun, ist sehr schöne Show, sehr, sehr gut. Zwei Abende für den Preis von einem.